Jochen Busse. Tja, meine Damen und Herren, ich würde mich freuen, wenn Sie mit uns dabei sind. Katharina Wackernagel als Tanja preisgekrönt in Serie. Jo. In einer Jugendserie fragt man sich da auch manchmal, Mensch, wie geht das weiter oder so? Oder ist das noch ganz weit weg? Klar, fragt man sich, wie es weitergeht. Aber es ist eigentlich, ich denke, ich bin es da, wo ich immer alles noch schneller haben will. Möchte, dass es noch schneller geht, ich noch schneller das und das machen möchte und am besten irgendwie alles an einem Tag. Und ich weiß nicht, und ich, natürlich denke ich über Alter nach, wobei ich jetzt auch nicht sagen kann, dass ich Angst davor habe. Ich habe jetzt schon so die ganzen Sachen gehört und dachte dann auch, wie man sich fühlt, wenn man sagt, ich habe vielleicht nicht mehr viele Jahre zu leben. Also so denke ich natürlich nicht. Aber für mich, ich habe mit dem Beruf gerade erst angefangen. Und da ist es eigentlich, dass man alles schnell will und dass man nicht abwarten kann, bis die Zeit vergeht, in der man das und das gemacht hat. Aber das geht Martin Semmelrogge auch so. Der hat schon erwachsene Kinder, aber dem kann es auch immer noch nicht schnell genug gehen. Ne? Ja, das hat sich nicht geändert. Ich hoffe, irgendwann hört es mal auf. Aber die Fitte, denke ich. Und die Haag, haben Sie Angst vorm Alter? Nein, überhaupt nicht. Ich glaube auch, dass wenn man als junge Frau... Jetzt möchte ich Katharina Wackernagel doch noch mal fragen mit 20 Jahren. Hat Ihnen dieses Gespräch nun mehr Hoffnung oder mehr Angst gemacht? Was Sie jetzt so gehört haben über Frauen über 50. Hoffnung oder Angst, und es ist sehr schwierig, darauf zu antworten. Angst davor habe ich keine. Warum sollte ich Angst haben, wenn hier zwei Frauen also sitzen, ich hatte die sagen, Angst, das ist als gut. Ich 30 also, war, wollte ich nicht 50 mehr. Und was ich auch zum Beispiel, was hier immer wieder angeführt wurde, warum sollten die Frauen lügen? Ich glaube das absolut, dass man selbstbewusster wird, dass man... Also, obwohl ich jetzt auch nicht sagen kann, dass ich mich jetzt durch einen Mann definiere, das denke ich nicht, aber so, dass viele Sachen, die jetzt hier so erzählt wurden, ich glaube das und ich denke auch daran, dass es eben so ein Selbstbewusstsein, so eine Ruhe schafft, das ist bestimmt auch gut. Und Frauen in diesem Alter, weiß ich, warum sollen sie lügen? Aus Eitelkeit. Das Wort, was Herr Kischer vorhin benutzt hat. Aber das ist genau der Unterschied. Das ist genau der Unterschied bei unserer Generation. Wir tun es nicht mehr und wir brauchen das nicht mehr. Aber muss ich nicht mehr so... Serien also nicht. Katharina, jetzt sind wir mal wieder beim Thema. Am Montag war der Start für 26 neue Folgen. Preisgekrönte ARD-Serie, immer montags 5:05 im Ersten. Tanja heißt die Serie und Sie als die Hauptdarstellerin sind ebenfalls mit Ehren überhäuft worden. Also haben ja fast genauso viele Preise bekommen wie der gesamte Film. Hat denn dieses Rollenangebot Ihr Leben völlig umgekrempelt? Mein Leben schon, ja. Also ich habe mit 17 das Angebot bekommen, die Serie zu drehen, habe das dann gemacht und habe mit der Schule aufgehört, bin von zu Hause ausgezogen, die ganzen Geschichten. Klar, dass mein Leben verändert, völlig. Und ich denke, dass ich die letzten 3 Jahre, wo ich eben gearbeitet habe, was völlig anderes gemacht habe, als die ganzen Leute, mit denen ich vorher zusammen war, mich auch eine ganze Ecke schneller erwachsen gemacht hat. Sie waren ja auch plötzlich ganz allein auf sich gestellt mit 17 Jahren. Sie haben ja auch die Stadt verlassen. Also ganz allein auf mich gestellt war ich nicht. Also ich hatte immer meine Eltern und ich hatte auch immer noch ein paar Freunde, die dann übrig geblieben sind, muss man sagen, ein paar Freunde, weil es hat sich natürlich schon verändert, als ich weggegangen bin und gedreht habe und so. Da waren plötzlich irgendwie welche, die waren ganz, ganz interessiert und andere, die waren überhaupt nicht mehr interessiert. Und da musste man natürlich erstmal gucken, was ist jetzt hier eigentlich noch an Freundschaften da. Aber ich bin dann nach Berlin gegangen und das ist auch, ich fühle mich da auch wohl. Also ich hänge da jetzt auch nichts hinterher. Martin Semmelrogge hat auch die Schule damals abgebrochen. Haben Sie das hier so ein Zeichen dafür, dass was bei Ihnen ähnlich laufen kann? Jetzt haben Sie, ich weiß nicht wie viel, aber über 50 Folgen doch schon gedreht von der Tanja, noch nicht ganz? Nee, 39. Bitte? 39. Ja, ist ja auch schon reichlich. Ist das dann so, dass man auf die Figur, die man da spielt, auf dieses Mädchen, auch schon ganz gespannt ist, wie die sich entwickelt, wenn man das als Schauspielerin so erlebt? Das konnte ich ja ein Stück weit auch mit beeinflussen. So. Also es war ja so, dass der Regisseur extra jemanden gecastet hat, der in dem gleichen Alter ist und der auch schon wollte, dass man da
ein bisschen mit dran arbeitet, an den Texten rumfeilt, wenn man sagt, das ist mir fremd oder es kommt mir komisch vor, so zu reden, so redet man mit 17 nicht oder so. Mhm. Und dann im Prinzip mich ein bisschen gefilmt hat, wie ich erwachsen geworden bin. Und ich habe das halt so, dieser Tanja-Figur, wir haben das so zusammen entwickelt, würde ich mal sagen. Schon. Das heißt, die Tanja ist Ihnen auch ähnlich? Oder würden Sie gerne Eigenschaften von der haben, die Ihnen fehlt? Nein, also ähnlich ist sie mir natürlich schon irgendwie, weil wenn sie schreit, dann schreit sie so wie ich und weiß nicht, so diese ganzen Sachen, aber so von den Charaktereigenschaften würde sie mir manchmal, glaube ich, ein bisschen auf die Nerven gehen, weil sie sehr, sehr launisch ist und ganz schnell irgendwelche Sachen machen will und irgendwie alles jetzt sofort und da, das würde mich, glaube ich, ein bisschen anstrengen, wenn ich jetzt sagen würde, sie wäre meine beste Freundin oder so. Sie kommen aus einer Schauspielerfamilie, fast alle haben was mit dem Schauspielberuf zu tun. War Ihre Familie eher skeptisch Ihnen gegenüber oder hat die gesagt, nee, also du musst auch genau in unsere Fußstapfen treten, du kannst das? Also, oder haben Sie sich rausgehalten? Besonders skeptisch waren sie nicht. Es war natürlich eine Überlegung, brichst du jetzt die Schule ab oder nicht? Du wolltest immer zum Theater, wieso willst du jetzt eine Serie drehen? Und so darüber gab es schon Gespräche, aber es war nie so, dass sie gesagt haben, lern erst mal was Vernünftiges. Das war natürlich der Vorteil, den ich hatte. Deswegen haben meine Eltern mir auch mehr oder weniger grünes Licht so zu dem Ganzen gegeben. Einen wilden Onkel haben Sie in der Familie, er ist also Schauspieler, war aber frühes RAF-Mitglied. Haben Sie auch manchmal so etwas anarchistisches Gedankengut? Christoph Wackernagel war das nochmal zur Erinnerung. Anarchistisches Gedankengut habe ich bestimmt. Also ich würde trotzdem nicht unbedingt zur RAF gehen oder sonstiges. So weit geht es ja nicht. Nee. Aber es gibt eine ganz besondere Liebe von Ihnen zum Stummfilm. Wie kommt das, so ein junges Mädchen, das sich für Stummfilm interessiert? Ich hab nicht wirklich eine unglaubliche Liebe zum Stummfilm, nur wenn ich jetzt sage, ich mache einen eigenen Film, dann liegt es mir näher, einen Stummfilm zu machen, weil ich total Probleme habe, Dialoge zu schreiben oder mir irgendwie was in der Richtung einfallen zu lassen. Und weil man ja bei einer Serie dann auch oft irgendwie bei den Dialogen sagt, ah, das stimmt so nicht oder so, ist es dann irgendwie, denkt man, ach, ich mache mal was ganz ohne Sprache, so einfach nur spielen. Und das habe ich dann auch gemacht, deswegen der Stummfilm. Ja, das träume ich auch, eine Hauptrolle, aber ohne Text. Ja. Aber das hat Ihre Mutter mit Ihnen zusammen gemacht und Sie haben das Drehbuch geschrieben. Wie lang war der Film? So das ist etwa? Ein Kurzfilm, der geht 5 Minuten. Der ist allerdings jetzt nicht stumm, also es ist mit einer Musik von Astor Piazzolla unterlegt. Es geht so um Tango-Rhythmen. Genau. Und das soll aber nicht der einzige Film gewesen sein. Also nach dem, was ich gehört habe, was mir die Redaktion erzählt hat, ist Ihr Bruder jetzt dabei, ein Drehbuch zu schreiben. Mein kleiner Bruder hat schon ein Drehbuch geschrieben, auch ein Kurzfilm, der ist 10 Minuten dann schon. Trauen sich jetzt und mehr zu, Sie beide, ne? Der ist auch schon gedreht und der ist ganz klasse mit 2 Kollegen, mit denen ich jetzt zusammengearbeitet habe. Und da habe ich Regie gemacht. Das war so mein, da habe ich das mal ausprobiert. Und mein kleiner Bruder schreibt jetzt an dem großen Bruder von dem Kurzfilm. Also er schreibt jetzt an seinem ersten Spielfilm, so, den wir vielleicht auch dann machen wollen zusammen. Sie haben eine ganz enge Familienbindung, nicht? Auf jeden Fall. So ja. Eltern, Geschwister, also obwohl sie so räumlich manchmal getrennt sind, sehen sie sich oft. Ja, eigentlich mehr als früher, muss ich sagen. So, also die Bindung ist größer geworden, dadurch, dass ich weg war und auch so früh weg war, alle erstmal irgendwie gedacht haben, warum denn jetzt so schnell und so, ist eigentlich darüber so viel entstanden. Jetzt verabredet man sich, wenn man sich sehen will. Früher hat man immer alle zusammen in einem Haus gewohnt, hat sich aber so die Klinke in die Hand gegeben, hat dann immer gesagt, ja, wir sind ja alle da, aber wir haben relativ wenig dann zu tun gehabt miteinander. Und jetzt verabrede ich mich mit meiner Mutter und dann machen wir einen Frauentag und dann quatsche ich mit meinem Vater eine Runde und dann mit meinen Brüdern treffe ich mich, die besuchen mich und so. Das war früher nicht so, da hat jeder so sein Ding gemacht. Ja, dann freuen wir uns auf den nächsten Montag, 5 vor 7, muss man immer gucken. Tanja, Katharina Wackernagel, vielen Dank. Dankeschön. Und jetzt, liebe Zuschauer, bevor Hubertus Meyer...